In dem heutigen Video möchte ich einmal mit euch über die wohl gruseligste und mysteriöseste deutsche Legende sprechen, die es überhaupt gibt. Eine Legende, die extrem grausam ist und die bis heute nicht komplett aufgeklärt werden konnte und von der wahrscheinlich jeder von uns schon einmal irgendwie gehört hat, doch die wenigsten werden wahrscheinlich die gesamte Geschichte hinter eben dieser Legende wissen. Und die meisten von uns werden wahrscheinlich einfach nur denken, dass das, was ich euch jetzt erzähle, eine simple, ausgedachte Geschichte ist. Doch ich möchte euch heute alle gruseligen Infos über die deutsche Legende vom Rattenfänger von Hameln erzählen. In einem vergangenen Video, wo ich über die 16 gruseligsten Legenden aus allen Bundesländern berichtet habe, hatte ich auch kurz darüber gesprochen, dass es eben die gruselige Legende vom Rattenfänger von Hameln gibt. Und viele Leute waren damals verwirrt gewesen, weil sie dachten, dass eben diese Geschichte nichts weiter ist als das. Eine simple, frei erfundene, ausgedachte Geschichte, die für Kinder geschrieben wurde. Nichts Schlimmes, sondern einfach eine nette Gute-Nacht-Geschichte. Doch die Wahrheit sieht hier scheinbar anders aus, denn die Legende vom Rattenfänger von Hameln ist so viel seltsamer und so viel gruseliger, als man sich vorstellen kann. Damit ihr wisst, wovon ich spreche, möchte ich sie euch heute einmal genauer mitteilen. Wir schreiben das Jahr 1284 und befinden uns in der Stadt Hameln. Und diese Stadt hat ein großes Problem, denn sie hat eine regelrechte Rattenplage. Überall in dieser Stadt verstecken sich Ratten. Sie laufen durch die Häuser, über die Straßen. Man kann quasi nirgendwo mehr hingehen, ohne dass man auf eine Ratte stößt. Und Ratten sind gerade damals ein großes Problem gewesen. Nicht nur, weil sie alle möglichen Vorräte angefressen haben, die man dann wegwerfen musste, sie hatten auch noch die unterschiedlichsten Krankheiten bei sich. Das bedeutet, eine Stadt, in der eine Rattenplage war, wurde wahrscheinlich mit der Zeit auch eine Stadt, die eine Krankheitsplage hatte, beziehungsweise eine regelrechte Seuche, die dort existierte. Und deswegen musste die Stadt Hameln irgendetwas gegen diese Ratten machen. Doch die Population der Ratten war so groß geworden, dass man nicht wusste, wie man sie beseitigen sollte. Doch dann eben im Jahr 1284 kam ein wunderlicher Mann in die Stadt. Er war seltsam und versprach den Leuten etwas scheinbar zauberhaft Klingendes. Für einen gewissen Lohn würde er alle Ratten aus dieser Stadt vertreiben, so dass diese nie wieder zurückkehren würden. Die Dorfbewohner bestätigten das und willigten ein, eben diesen Deal einzugehen und ihn nach vollendeter Tat zu bezahlen. Und der Rattenfänger von Hameln tat das, was er versprach. Er holte aus seiner Tasche eine lange Flöte und fing an zu spielen. Und als er anfing, eben seine besondere Melodie zu spielen, kamen die Ratten aus allen Löchern, aus allen Kanälen, aus allen Tunneln. Von überall strömten Dutzende, wenn nicht sogar hunderte Ratten hervor und liefen diesem Rattenfänger hinterher. Und dieser Rattenfänger spielte weiter auf seiner Flöte und brachte die Ratten aus der Stadt hinaus. Jedenfalls so weit, bis sie irgendwann an die Weser kam, ein Fluss, der in der Nähe von Hameln ist, und dort führte er alle Ratten in den Fluss hinein, wo die ganzen hunderten Ratten drinne ertranken. Binnen weniger Minuten hatte der Rattenfänger es geschafft, sein Versprechen einzulösen. Er hatte alle Ratten aus der Stadt geführt und sie dann auch alle eben umgebracht, sodass sie nie wieder zurückkommen würden. Als der Rattenfänger dies gemacht hat und seinen Job vollendete, erwartete er, dass er seine Bezahlung kriegen würde. Doch jetzt, wo die Stadt eben kein Problem mehr hatte, hatten sie auch keinen Grund, den Rattenfänger zu bezahlen. Sie weigerten sich, ihm das versprochene Geld zu geben und sagten, er solle die Stadt einfach wieder verlassen. Doch jetzt kommen wir eben zum gruseligen Part. Denn der Rattenfänger verließ die Stadt, aber kam einige Tage nachts wieder. Während die Familien gerade beim Essen waren bzw. in der Küche waren, kam der Rattenfänger und spielte erneut seine Melodie. Eine Melodie auf seiner Flöte, die scheinbar die Erwachsenen nicht hörten, aber die Kinder der Stadt. Angeblich sollten an diesem Tag eben alle Kinder aus den Häusern gekommen sein und tanzten um den Rattenfänger herum, so wie die Ratten es zuvor getan hatten. Der Rattenfänger lief dann mit den Kindern zusammen davon. Verschiedenste Quellen von Leuten, die gesagt haben, sie hätten den Rattenfänger gesehen, beschrieben ihn jetzt als anders aussehend. Vorher wirkte er nett und ein wenig exzentrisch, doch jetzt hatte er ein grausames Aussehen und wirkte mehr wie ein Jäger als wie ein Musikant. Er führte 130 Kinder davon. Niemand wusste, wohin er mit den Kindern gegangen ist, doch wie in Trance schienen diese Kinder ihm zu folgen und sie folgen ihm aus der Stadt und wurden nie wieder gesehen.
Weder der Rattenfänger noch die Kinder tauchten jemals wieder auf. Lediglich zwei Kinder konnten wiedergefunden werden. Das Problem war, diese Kinder konnten nichts mitteilen. Das eine Kind, was wiedergefunden wurde, war blind gewesen. Es sah nicht, wo die anderen Kinder hingelaufen waren und konnte deswegen nicht den Weg beschreiben, wo sie sich aufhalten würden. Und das andere Kind war stumm gewesen und konnte nicht erzählen, wo die Kinder gewesen sind, die der Rattenfänger mit sich genommen hat. Und das ist die Legende. Es gibt nun einige Vermutungen, was eben an diesem Tag passiert sein soll. Angeblich soll der Rattenfänger die Kinder, ähnlich wie die Ratten selbst, in der Weser ertränkt haben. Er soll auf seiner Flöte gespielt haben und die Kinder allesamt in den Fluss gelockt haben, sodass diese dann da drin auf eine grausame Art und Weise gestorben sind, als Rache dafür, dass er kein Geld bekommen hatte. Andere Geschichten handeln eher davon, dass er diese Kinder mitgenommen hat und einfach irgendwo mit ihnen im Nichts verschwunden ist und sie dann irgendwann in Wäldern oder Höhlen verhungert sind. Dies sind grundsätzliche Theorien, doch ein wirkliches Ende dieser Legende gibt es nicht. Man weiß nicht genau, wo die Kinder hin verschwunden sind. Doch wenn man diese Geschichte jetzt so gehört hat, von einem zauberhaften, mythischen Rattenfänger, würde man wahrscheinlich denken, dass das Ganze nichts weiter ist als eine ausgedachte Geschichte. Und auch ich dachte das, bis ich ein bisschen genauer recherchiert habe. Denn tatsächlich sind in Hameln zwei Dinge passiert, die hier eben erwähnt werden. Es gab damals in Hameln eine gigantische Rattenplage, die auf einmal verschwunden ist und wo man nicht genau weiß, wie das Ganze passierte. Und es gab in Hameln eben den Vorfall, dass mehrere hundert Kinder bzw. über 100 Kinder einfach so verschwunden sind und keiner weiß genau, wo diese Kinder hin sind. Das bedeutet, exakt die beiden Dinge, die in dieser Legende eben genannt werden, sind beide so tatsächlich passiert. Doch an dieser Stelle muss man eine Sache erstmal erwähnen. Auch wenn beide Vorkommnisse da waren, muss es nicht heißen, dass sie wirklich exakt etwas miteinander zu tun haben. Viele Historiker sind sich einig, dass es unterschiedlichste Sagen gegeben hat. Es gab einmal die Rattenfängersage und es gab die Sage von den verschwundenen Kindern. Und als die Jahre so vergingen und die Jahrhunderte vergingen, wurden irgendwann diese beiden Sagen einfach zusammengetan. Sie hatten grundsätzlich nichts miteinander zu tun, höchstwahrscheinlich, aber wurden einfach miteinander verknüpft, weil sie eben so ähnlich waren. Nichtsdestotrotz haben wir eben diese zwei mysteriösen Vorfälle und der Vorfall der verschwundenen Kinder, wo niemand weiß, wo diese Kinder genau geblieben sind. Ich konnte keinerlei Belege bzw. keinerlei Beweise finden, dass irgendwelche blinden oder stummen Kinder gefunden wurden, die nicht sagen konnten, wo die anderen Kinder hin sind, die es nicht zeigen konnten. So etwas war nirgendwo aufgelistet worden. Jedenfalls konnte ich keine Quelle finden, die mir dies irgendwie glaubhaft bestätigen würde. Das Ganze basiert letztendlich nur auf einer Geschichte von den Gebrüder Grimm, was also nicht heißen muss, dass es auch wirklich wahr ist, dass diese Kinder existiert haben oder es nur reingenommen wurde, weil die Story dann irgendwie besser war. Die Frage ist nun aber, wenn wirklich in Hameln damals so viele Kinder verschwunden sind, was genau ist da passiert? War es der Rattenfänger? War es eine seltsame Person, eine seltsame Kreatur, die diese Kinder hinausgelockt hatte und dann irgendwo umbrachte? Oder gibt es hier vielleicht irgendeine logische Erklärung? Es gibt eine Erklärung, die von Wissenschaftlern angewendet werden, weil es die einzige Erklärung ist, die sie wirklich logisch finden, und das ist die Erklärung von Lokatoren. Lokatoren sind besondere Menschen gewesen, die sich damals auf die Suche nach Jugendlichen und Kindern gemacht haben. Sie sind durch die unterschiedlichsten Großstädte gereist und haben dort junge Leute angeheuert, dass sie doch mitkommen sollten in den Osten von Deutschland und dort neue Gebiete besiedeln, neue Städte gründen. Es war etwas, was recht häufig passiert ist, und viele Leute vermuten nun, dass so mancher Jugendlicher und so manches Kind aus Hameln eben mit solchen Lokatoren gesprochen haben und dann mit ihnen mitgegangen sind. Sprich, es gibt die Theorie, dass diese 130 Kinder, die verschwunden sein sollen, einfach nur in den Osten Deutschlands gegangen sind und dort neue Städte besiedelt haben, weil Lokatoren es ihnen ebenso geraten haben. Das Seltsame ist nur, dass wir keine wirklichen Aufzeichnungen haben, dass dies wirklich passiert ist. Es gibt keine klaren Beweise, dass solche Lokatoren da waren und die Kinder mitgegangen sind. Es ist nur eine Theorie, die in irgendeiner Art und Weise den Wissenschaftlern logisch erscheint, doch genau weiß man es nicht. Es könnte sehr wohl sein, dass etwas Seltsameres dort passiert ist. Viele Leute glauben sogar, dass es tatsächlich die Person vom Rattenfänger gegeben haben kann. Wie ich euch zu Beginn gesagt habe, ist dies eine große deutsche Legende und eine Legende, die vielleicht jeder schon mal gehört hat, doch wo keiner so recht eine Antwort weiß. Niemand weiß, wohin diese Kinder verschwunden sind.
Es gibt die unterschiedlichsten Theorien, doch solange es keine klaren Beweise gibt, kann es genauso gut sein, dass eines Nachts ein seltsamer Mann in Hameln auftauchte und 130 Kinder entführte und umbrachte. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich fand diese Legende extrem interessant und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.